Grüße. Nur kurz, falls du dich für meine Karten interessierst und sie vielleicht erwerben möchtest oder mehr darüber wissen willst, hier am Ende des Videos habe ich dir einen kleinen, ganz kurzen Trailer dazu gemacht. In diesem Sinne, bis gleich, habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie. Am 24.08.22, einen wunderschönen Mittwoch. So, jetzt schauen wir mal, was wir für den Mittwoch so haben, nach diesem wunderschönen Dienstag. Es geht voran. Die Wahrheit kommt, die Wahrheit kommt zu uns. Also das Schiff, das heißt immer, es kommt auf dich zu. Das kannst du gar nicht verändern. Als Partner mit jeglicher Art von Nachricht. Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber die Wahrheit tauchte, ich glaube, in 11 von 12 Sternzeichen auf. Und bei einem, als es nicht auftauchte, war mir dann auch klar, warum, habe ich da auch erklärt. Aber die Wahrheit kommt auf uns zu. Mit allen möglichen Nachrichten. Tja, im Kleinen wie im Großen. Als Freund, als Benachteiligung, als Gedanken und als Objekte. Also wir erkennen die Wahrheit, denn wenn wir sie erfahren, müssen wir darüber nachdenken. Sie ist immer unser Freund, auch wenn wir sie nicht so empfinden. Denn manche Wahrheit empfinden wir als Benachteiligung. Und trotzdem ist es die Wahrheit. Ja, ein Objekt, keine Ahnung, was auch immer, wird uns die Wahrheit zeigen, dir oder mir vor Augen führen. Oder wie auch immer, wir werden sehen. Wir haben Verträge, wir haben Vernachlässigung und wir haben einen Gewinn. Und wir haben eine Einschränkung. Und all das wird die Wahrheit zutage fördern. Der vermeintliche Freund des Vertrages, der aber nichts anderes beinhaltet, als uns zu vernachlässigen. Gedanken über Objekte, die uns versprochen wurden, ein Gewinn für unser Leben zu sein. Und im Endeffekt war alles nur da, um uns zu benachteiligen oder einzuschränken. Das alles und mehr wird die Wahrheit zeigen. Im Kleinen ist die Wahrheit vielleicht, dass du darüber nachdenkst, dass irgendein Objekt, ein Auto, ein Hobby, ein was auch immer, so viel Oberhand in deinem Leben gewonnen hat, dass du den Rest vernachlässigt hast. Auch das ist eine Art Wahrheit. Dass man Freunde vielleicht verkehrt eingeschätzt hat, sie unwissentlich benachteiligt hat, weil man annahm, dass. Auch die Wahrheit in jeder Partnerschaft. Lieb ich wirklich? Bin ich aus Liebe und Gefühlen bei meinem Partner oder immer noch bei meinem Partner? Fühle ich mich benachteiligt? Fühle ich mich eingeschränkt? Oder. Es kann natürlich auch sein, dass die Wahrheit absolut mein Freund ist. Dass die Wahrheit Freude bringt. Im Endeffekt bringt sie Freude, aber immer erst beim zweiten Hinschauen. Denn wenn ich sehe, dass meine partnerschaftliche Vertrag, die jeder Partnerschaft irgendwo hat, aber in mir Bedürftigkeit auslöste, ich sie nur geschlossen habe aus Bedürftigkeit oder aus welchen Gründen auch immer, dann ist das auch mein Freund, auch wenn ich sie erst nicht wahrhaben will. Auch all das kommt jetzt zutage. Aber auch Verträge, die über uns geschlossen wurden und uns vernachteiligten, also die wir vielleicht gar nicht selber geschlossen haben, willentlich, sondern die gemacht wurden, deren Gewinn nie bei uns lag, all das. Also da könnte ich ganz, ganz viele
Millionen Sachen als Beispiel geben. Das wisst ihr aber alle selber. Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um Verträge jeglicher Art. Es geht um Nachrichten, es geht um Gewinn und Verlust, es geht um Einschränkung und Freiheit. All das wird uns erwarten an diesem Mittwoch, wenn du hinsiehst. Du wirst sehen, wann du hingesehen hast, wenn dich irgendeine Nachricht Gedanken bringt. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, ob das denn wirklich so stimmt. Im Großen und Ganzen, für immer, ist diese Wahrheit, die hier kommt, für alle ein Segen, für alle ein Gewinn. Denn selbst wenn diese Wahrheit Sachen zutage fördert, die dir, mir, uns überhaupt nicht gefallen, ist es trotzdem im Endeffekt ein Gewinn. Du musst bloß dahinter sehen, auch da. Und die Wahrheit ist für mich Licht, Leuchten, also Energie, die unumstößlich leuchtet. Da ist egal, welche Dunkelheit da dahinter davor ist, sie leuchtet da raus. So empfinde ich energetisch die Wahrheit. Und die kommt hier leuchtend auf Erde. Sie kommt mit freudigen Schritten, mit schnellen Schritten auf dich zu, als Freund. Also empfang sie als Freund. Rührt dich natürlich zu Gedanken. Und du wirst alle möglichen Nachrichten als Gewinn oder als Vernachlässigung bekommen. Materiell und, wie heißt das andere? Ja, entweder also zum Anfassen oder zum Nachdenken. Beides. Also sie kommt und bringt hier viele Geschenke mit, manche schön, manche nicht so schön, aber für alle wird es im Endeffekt ein Gewinn sein. Ich sage, du musst hinschauen, ist auch so, aber es wird der Tag kommen, an dem du nicht mehr gezwungenermaßen hinschauen musst. An der Tag, an dem es dir vor Augen geführt wird. Das wird für jeden vielleicht ein anderer Tag sein, vielleicht für uns alle der gleiche, das weiß ich nicht. Obwohl ich glaube, es wird für jeden ein anderer Tag sein. Denn ich kenne einige Menschen, die haben die Wahrheit schon erkannt und oder sind der Wahrheit schon sehr auf der Spur. Aber auch die Menschen kennen diese ganze Wahrheit nicht. Ob wir je die gesamte, komplette Wahrheit erfahren, keine Ahnung. Aber wir werden die Wahrheit erfahren, die für uns wichtig ist. Für jeden in seinem Leben. Wir werden Wahrheiten haben, die uns alle betreffen, aber auch viele, viele, viele Wahrheiten, die nur dich betreffen. Wir werden sehen, wie sich das tut. Energetisch kommen hier Energien, die auf dich zukommen, die du nicht verändern kannst. Also doch verändern kannst du, aber du kannst sie nicht verhindern. Die kommen so oder so. Du kannst sie, so wie sie jetzt sind, noch wegschieben, noch vorbeiziehen lassen, ohne dass du sie berührst, aber das braucht viel Mühe. Und ich, da diese Energie sich wirklich schön anfühlt, für mich schön aussieht, wüsste ich nicht, warum ich mich da vorbeischlängeln sollte. Was in der Wahrheit ist, merkt man immer erst, wenn man hineingeht, so ähnlich wie beim Geschenk. Du merkst, es ist etwas sehr Positives, eine positive Energie, aber erst wenn du drin bist und erkennst, was sie für dich bedeutet, wirst du herausfinden, welche Energien im Endeffekt in diesem Moment da sind. Die Wahrheit an sich ist immer eine glänzende, weite Energie, weil es zum Schluss auch immer wird. Gut, das ist ein interessanter Tag, bin ich gespannt drauf. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten.
und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicherweise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht, und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung, und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden, und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.